Alright. Steinkirche errichten. Weiß nicht, ob das jetzt aktuell mein Ziel wäre. Ich glaube ja nicht. Handelsvolumen. Ich habe 381. In 28 Tagen. Bei wie vielen Tagen sind wir denn gerade? Das ist ja die Frage. Ich hoffe, dass das kriegen wir irgendwie gerade nebenbei auf der Reihe. Ja, das Befördern macht mittlerweile sogar Sinn, oder? Ich check's nochmal gerade. Dann brauchen sie ja. Achso, das war's gerade schon. Die neuen Bedürfnisse. Waren haben wir ja jetzt. Nahrung haben wir auch. Aktuell, ja. Dann macht das sogar schon Sinn. Da können wir jetzt direkt, glaube ich, einige auf einen Schlag befördern. Die Bäcker beispielsweise. Und unseren Förster. Und unsere Markthändler. Unsere Müller. Unseren Schneider, I guess. Ja. Unsere Arbeitslosen, ey. Unseren Vogt auf jeden Fall. Den nehmen wir auch nochmal mit. Und dann unsere Steuereintreiber. Die werden dann selber, glaube ich, auch nochmal mehr Steuern bezahlen. Durch die auf Level Upgrade-Dings. Ja, du weißt schon, was ich meine. Alright. Dann sollten wir jetzt hier einige Upgrades von Wohnhäusern in der nächsten Zeit sehen. I guess. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie das dann aussehen wird. Und ich hoffe, dass hier mal langsam dann die Bäume abgebaut werden, damit das hier auch ein bisschen sinnvoll aussieht. Das habe ich komplett vergessen. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Here we go. Ja, es ist halt so. Okay, wow. Das sieht echt schön nice aus. Wow. Weil ich denke mir, ist ein bisschen schwierig, weil wir hier halt einfach nicht so die Topografie haben, um da wirklich sowas wie eine Stadt oder so zu bauen, weil es ist halt alles so hügelig. Gefühlt machen da solche Häuser wenig Sinn, aber ich finde, das sieht actually quite fine aus. Es geht auch fit. Sieht aber eher nicht so aus wie so ein Wohnhaus, finde ich, sondern so. Keine Ahnung, so ein. Wie heißt denn diese. Diese Gebäude, die dann da. Wo du keine Ahnung, auch Steuern zahlen musst oder so. Oder so, wo dann die Leute, die dann zum Handel vorbeikommen, dann irgendwie da quasi ihre Abgabe machen müssen. Gerade den Namen vergessen. Ja, aber. Ich glaube, es könnte echt cool werden hier. Also hier passen 6 rein, hier passen 2 rein. Hatten wir mehr als 8? Ich sehe es gerade nicht. Wo sehe ich das denn? Hier bei Bewohnern schaue. Rang. Leibeigener. Gemeiner. Es sind mehr als 8. Das heißt, es wird noch was ausgebaut. Hier. Nämlich. Okay. Alright. That's cool. Lagerplatz voll. Ja, das ist immer noch unsere Kleidungsproduktion, die einfach absoluter Overkill ist. Aber mittlerweile kriegen wir auch mit unseren Bieren einiges hier auf die Kette. Which is cool, I like that. So, und dann warten wir nach wie vor noch darauf, dass wir hier einfach mehr Einfluss gewinnen. Um Klosterkirche freizuschalten, rustikalen Kreuzgang, einfachen Kreuzgang und Bollwerkkirche. Dafür bräuchte ich 20, 30, 45 Einfluss noch. Wir haben aktuell 9. Genau, bis dahin gucke ich mal, dass ich vielleicht meine Brotproduktion optimiere. Und dafür bräuchte ich, denke ich mal, noch eine zweite Mühle. Weil Mehl stehen wir aktuell bei 7. So. Direkt daneben. Hier ist schwierig, ne? Ich würde da hier mit dem Weg
bisschen aufbrechen, aber es ist eigentlich auch fein. Oder dann können wir halt außen rum gehen. Ich fänd's gar nicht so schlimm. Hier dann die zweite Windmühle hinzubauen. Nicht zu weit, nicht zu nah. Neben der anderen Windmühle wäre jetzt so mein Eindruck. Und hier ist dann unser nächstes Wohnhaus, was abgegradet wurde. Oh, that's cool. Oh, that's cool. Das hat actually echt was. Und wenn das hier dann wahrscheinlich auch noch abgegradet wird. Oh, das könnte richtig cool irgendwann aussehen. Aber ich fange jetzt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen an, wieder zu dekorieren. I guess. Was hat denn der für eine krasse Hitbox? Chill doch mal ein bisschen. Junge, ich würde schon gerne ein bisschen näher dran. Ansonsten versuche ich es hier. Ja, hier. Kommt da mal so ein Zäunchen hin und dann kommt hier so ein Bäumchen hin. Boah, wobei es ein bisschen. Es verdeckt halt ein bisschen sehr die Sicht. Die ist eigentlich sehr schöne Gebäude. Vielleicht kommt hier auch einfach nur ein Zierstrauch hin. Like this. Oh, das ist doch süß. Oh, I like that. I like that. By the way, ich glaube, wir können noch ein paar Wegweiser hinklatschen. Ich habe bisher, glaube ich, nur einen einzigen. So. Und die sind ja auch ganz cool. So. Sodele. Yes. Hier könnte, by the way, noch ein neuer Brunnen vielleicht hin. Let's go. Dann. Hier. Weiß gerade aktuell noch nicht. Warte, wie sieht das jetzt aus? Oh ja. Das funktioniert gut. Oh, das sieht super aus. Oh, I like that. Ah, das ist gut. Ja, hier schaue ich noch. Hier wird noch ein bisschen was passieren wahrscheinlich. Vielleicht komme ich in die Steinkirche hin. Keine Ahnung. Aber krass, dass wir wieder bei so viel Beeren auf einmal sind. Ist das wirklich unser Kloster? I don't know. Aus Kräuter und Wasser. Das ist literally die Kräutersuppe oder was? Kloster mal. Ist einfach so Wasser mit ein paar Kräuter drin. Okay. Schalten wir das schon mal frei. Wir werden hier auf jeden Fall unsere Mandate weiter darauf ausrichten. Ja, weiter unseren Stand mit dem Klerus zu verbessern, beziehungsweise halt mehr Einfluss zu gewinnen, die Sachen erstmal alle freizuschalten, damit wir die auf jeden Fall sicher haben. Und dann um ein weiteres Ding kümmern und dann wieder zurück zum Klerus kehren mit halt freigeschalteten Sachen, damit wir da auch dann schnell wieder Einfluss und Prunk und sowas zurückgewinnen. Das ist, ja, das Ziel. Boah, Junge, einfach diese ganze Lager-Speicher-Area in diesem Hang, das ist so scuffed. Ja, wo alles so rumfliegt. Ach ja. Was soll ich tun? Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja, Kleidungsproduktion ist actually auch, also wird jetzt auch wieder ein bisschen herausgefordert, habe ich das Gefühl. Also kaufen jetzt auch Leute Kleidung. Was auch mal Good News ist. Und Kräuter ähnlich. Da haben wir auch sehr viel jetzt erstmal gesammelt gehabt und dann wird jetzt auch endlich mal viel verkauft. Das heißt, wir sollen auch viel Plus beim Handel machen. Ja, also genau so ist es. Sehr cool. Wir kaufen halt auch gerade nicht mit den ganzen Beeren, die wir vorher gekauft haben. By the way, haben wir nicht Fisch gesagt, wir kaufen bis 50? Wieso sind wir bei 63 Fisch? Wir produzieren noch gar keinen. Ja, ich traue mich halt nicht, Beeren zu verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Weil Nahrung war bisher bei mir immer ein Problem und dann, also ich verkaufe lieber alles andere, bevor ich halt Nahrung verkaufe.
Wäre so mein Kerngedanke. Ja, Bretter. Sind halt immer noch bei 349. Ja, mit Mittelbrot verkaufen aktuell, ja, produzieren wir dafür tatsächlich einfach nicht genug. Wir haben auch hier absolut wieder mal vergessen, Leute einzustellen. Nicht das erste Mal, dass ich hier was vergessen hätte. Alrighty, wir verkaufen keinen Fisch, obviously. Wir verkaufen eben Kleidung, das ist auch ja cool. Wir können halt. Oh, wollen wir Bienenzucht, whatever, dieses Ding. Apiarum oder so, was heißt das? Apiarium. Wollen wir das machen? Also, es ist halt nochmal zwei Punkte für Kloster, also für Klerus, was ich jetzt nicht unbedingt brauche aktuell, aber. Ansonsten ist es schon huge, I guess. Ach so, nee, warte mal, das kann ich ja nicht mal, damit blocke ich das Ding. Ich werde wahrscheinlich da hinten raus ein bisschen expandieren, oder? Dann vielleicht so. Vielleicht so. Also dann kann ich halt hier weiterbauen. Also dann lasse ich hier noch ein bisschen Platz, aber ne, so weiter. Und dann kommt hier vielleicht noch was hin sogar. Vielleicht auch nicht. Kann ich mir dann noch überlegen und dann halt nach hinten raus ein bisschen Platz habe ich dann noch da. Ich glaube, das ist cool. Apiarium, let's go. Ja. Keine Ahnung, wie viele Arbeitsplätze das Ding bringt. Aber das ist auf jeden Fall auch praktisch, weil, wie gesagt, anders kriege ich keinen Honig, anders kriege ich keinen Wachs. Ja, Honig brauche ich, Wachs brauche ich. Let's go. Wir haben unsere Beeren, wir haben unseren Fisch, wir haben unser Brot, wir haben unsere Kräuter, die wir verkaufen, wir haben Manuskripte, wir haben Mehl, wir haben wenig Weizen. Hier wird immer noch Holz abgebaut, das ist gut und wichtig. Frage ist, sollen wir tatsächlich sogar noch eine dritte Weizenfarm aufbauen? Das wäre noch eine Idee. Wir hatten ja auch drei Arbeitslose dafür, by the way. Wir können gucken, ob hier vielleicht wir welche brauchen. Eine Person. Das wäre noch eine Option, maybe. Hinzugehen und hier nochmal eine dritte Weizenfarm aufzubauen. I guess that's what we are going to do. So, da ist dann eine Grenze. Das heißt, ist ein bisschen scuffed dann. Klatschen wir es hier hin. Also es ist sowieso eigentlich alles Kraft. Nichts Neues. So, ja, I guess. So. Und weiter. Kleros. You know the drill. By now. Wir sind hier immer noch dabei, die Sachen freizuschalten. Bevor wir uns dann, weiß ich noch nicht, Königreich oder Arbeiterschaft widmen. Das ist nach wie vor der Plan. Das ist nach wie vor das Ziel, I guess. Question is, wir machen die Sachen wieder aus. Wollen wir hier noch unser Wohngebiet erweitern? Noch weiter runter? Ja, safe, oder? Safe. So. Hier ist auch noch immer attraktiv. Das heißt, vielleicht sollten wir hier auch weitermachen. Hier auch noch Wohngebiet hinbauen. Und dann können wir, keine Ahnung, da immer noch weitere Mühlen hinbauen, falls wir das haben wollen. Aber wir sollten, glaube ich, die attraktive Wohnfläche mitnehmen, wenn wir halt welche haben. Ich denke, das macht Sinn. Ja.
safe. Und dann, ja, so, da haben wir schon zwei Brunnen. Dann warten wir erstmal ab. Vielleicht wird da ja noch was gebaut und dann können wir immer noch einen weiteren Brunnen dort irgendwo hinklatschen. Das soweit der Plan. Ach, schön. Ist das nicht schön? Oh, I like it here. I actually do. So, wir haben unser Apiarium. Irgendwelche Shortcuts gekommen. Werde ich hier baut. Wir haben eine Imker-Schwester. Wir haben auch zwei Neuankömmlinge. Vielleicht. Ja. Kann ich hier die nicht auch irgendwie. Nö, die machen das irgendwie automatisch, ne? Ich glaube, ich kann das hier gar nicht einstellen. Ah, so, weil du hier mindestens Schwester. Oh, I see. I see. Okay, gut, 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 gut. Macht's auch Sinn. Also, I guess. Es ist irgendwie in sich kohärent. Haben wir hier vielleicht nochmal im Müller. Können wir nochmal upgraden. Ansonsten. Ja, wir könnten doch die Weber mitnehmen, aber ich glaube es gerade nicht unbedingt nötig. Ja, yes. Wir werden aber hier nochmal eine Schreiberin upgraden. Wer 100% ist, zum Beispiel die Jane. Let's go. Und dann haben wir da eine zweite Schwester, die jetzt auch Imker ist. So, und jetzt haben wir hier unser Honig, das ist schön, aber wir brauchen noch irgendwo Platz zum Wachs sammeln. Hier zum Beispiel. Let's go. Und dann können wir halt Wachs verkaufen. Weil aktuell, wozu brauchen wir Wachs? Für nichts. Aber Davenport will Wachs. Das heißt, wir gehen einfach hin und verkaufen, ähnlich wie bei den Kräutern, einfach Wachs an Davenport. Weil wir brauchen das absolut gerade nicht. Honig brauchen wir aktuell auch nicht. Honig ist ein Luxusgut. Es ist halt keine Nahrung, glaube ich. Ja. Das heißt, brauchen wir wirklich tatsächlich auch momentan nicht. Ich glaube, aber hier setze ich mal ein höheres Limit, weil wir es dann halt später brauchen werden. Ich gehe mal auf 30 gerade. Klingt nach einer guten Zahl. So, wir sammeln Honig, wir sammeln Wachs, wir verkaufen beides. Vor allem erstmal Wachs und dann Honig nach hinten raus. Kräuter, das ist echt crazy. Wir waren irgendwie bei 130. Da habe ich schon gedacht, das verkauft sich gar nicht, aber mittlerweile durch die Verbesserung der Handelsroute geht auch das los. Wir sollten langsam mal anfangen, schon wieder nicht mitbekommen, mehr Weizen zu produzieren und damit dann auch mehr Brot. You know the drill. Ja. Super Weizen 0, wir sind bei Mehl 2 und bei Brot immer bei 66, aber das sollte sich hier alles verbessern. Wie gesagt, auch hier durch die durch den Abbau der ganzen Bäume sollte sich dann dort die Fruchtbarkeit nochmal erhöhen und dann kann ich hier auch nochmal mehr Weizen vor allem anbauen. Wir haben hier auch jetzt unseren, Alter, diese Models sind auch einfach schick. Oh, nice, I love it. Super cool. Wir haben hier einen Neuankömmling, es ist auch eine neue, die wir hier direkt einsetzen können. That's great. It's great. It's great. Jetzt die Frage, wo wir überhaupt weitermachen wollen. Also es geht halt vor allem immer noch gerade darum, beim Klerus die neuen Sachen freizuschalten. Und dann ist halt die Frage, was wir dann machen. Ich hatte vor, dann tatsächlich beim Königreich weiter zu machen, also hier, ne? Hier ist es nicht viel Platz. So, müssen wir uns nichts vormachen. Hier ist die richtige Taste. Ist nicht viel Platz. Hier, guck mal. Das ist Kloster. Kannst du dir vorstellen, es kann ein bisschen eng werden. Wir werden aber hier dann noch ein bisschen von dem Platz nehmen. Und hier wirklich dann quasi bis zum Rand bauen, probably. Ja, aber es sollte reichen. Für unser Militärfort. Es sollte, denke ich, reichen. Und ja. Das wäre dann noch der Plan. Ich weiß gar nicht, wie viel heute noch passieren wird in dieser Sitzung.
wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Ich warte vor allem immer wieder auf unseren Vogt, dass der den Klerus da umwirbt und dann können wir dort weitermachen. Wir gucken, dass sich hier die ganzen Sachen jetzt langsam regeln, dass unsere Brotproduktion ein bisschen flüssiger funktioniert, ein bisschen effektiver. Wir machen hier mehr Geld. Wir werden auf jeden Fall einen Speicher belegen. Ich glaube, klostertheoretisch kann ich jetzt auch eine Schatzkammer bauen, ne? Ja, aber eben Militärfort auch. Wir können auch hier nochmal eine Erweiterung dran klatschen. Das war wahrscheinlich nicht gut aus. Wir haben nicht die Möglichkeit, eine coole Schatzkammer hier zu bauen. Aber ja, wir sollten wahrscheinlich nochmal gucken, dass wir. Wollen wir hier auch noch den nächsten Turm ranklatschen? Es besteht gefühlt nur noch aus Türmen, dann unser Gutshaus. Ich glaube, hier ist besser. Dann sieht man wieder das Fenster. Und dann kann ich hier sogar nochmal einen Baum vor diese Kante da klatschen. Ähnlich wie ich es ja hier auch gemacht habe. Ah, die Höhe passt sogar ziemlich gut. Wie viel würde jetzt hier gerade reinpassen? 90. Also, quasi das wäre schon. Ist halt auch nicht so viel, ne? Dass wir gleich hier noch einen zweiten Turm. Wow! Bin ich hier gelandet? Ja, aber dann habe ich wieder das Problem gefühlt, dass es nicht so auf einer Höhe ist. Ja, so. Wollen wir das? Ich habe plus 6 Punkte bei Arbeiterschaft, das will ich eigentlich gerade nicht, ne? Ne, es sieht auch komplett scuffed aus. Nein, wir lassen das, wir lassen das. Wir lassen das. Wir bauen eher hier noch dann eine Schatzkammer hin, ganz groß, aber ja, tatsächlich denke eher dann nochmal ins Militär vor. Also wir machen halt gerade nur einen guten Geldfluss, das ist schon mal gut und dann alles weitere. Gucken wir dann. By the way, hier muss ich auch definitiv mehr die Leute besteuern. Wir brauchen dringend eine Schatzkammer. habe ich hier eigentlich. Hier habe ich noch gar keine Magden dazu gewiesen. Ich keck. Das habe ich ja komplett aus den Augen verloren. Wir werden hier natürlich Beeren und Brot verkaufen, genauso wie gewöhnliche Kleidung und aktuell halt gewöhnliche Kleidung, ne? Haben wir gerade nichts anderes. Ja, und das ist der derzeitige Stand. Es ist jetzt schon wieder mit den ganzen Snap-Points an. Das verstehe ich nicht. Wieso sind denn jetzt diese Punkte da an? Und wie kriege ich die wieder weg? Ich bin doch schon längst raus aus dem Bauen von dem Gutshaus. Verstehe ich nicht so ganz. Ja. I don't know. So, wir haben keine Arbeiter zugewiesen hier. Wir haben keine Arbeiter zugewiesen. Hier habe ich noch ein bisschen Platz. Und das war's dann halt auch schon, weil ich nur Dormitorien. Ich glaube, der Plural von Dormitorium ist Dormitorien, oder? I don't know. für die Nonnen jedenfalls habe. So. Aber zumindest gerade keine Arbeitslosen mehr. Und hier sammeln wir unseren Wachs. Oh, das war schön. By the way, ich sollte eine weitere Steinmetzhütte bauen. Safe. Krass, aber dass so zwei Steinmetzhütten immer noch überhaupt nicht hinterherkommen. Bin ich schon ein little bit erstaunlich. Ja, von der Attraktivität, ich glaube, das sollte. Ist der rote Kreis der Einfluss von niedriger Attraktivität? Ich glaube, das könnte hinhauen. Schwierig. Hier ist er auch schlecht dann. Ne? Hier ging's noch, I guess. Wie hätte ich mir das denn vorgestellt? Oder hier, ne? Ah, gut. Ich glaube, es wird auf hier hinauslaufen. So, eine weitere Steinmetzhütte. Bei Steinen haben wir jede Menge, behauene Steine haben wir nicht so viele und da verkaufen wir halt auch einige.
Aber das ist ja auch unser Ziel, damit dann nochmal Geld zu verdienen. Deswegen. Das ist gar kein Problem. Wolle wird verkauft. Wolle wurde geliefert. Und nach wie vor warte ich auf Einfluss beim Klerus. Ja, Hospitium wäre nice, aber ich will halt nicht zu viel Prunkort sein jetzt sammeln, um dann halt später bei den anderen Ständen dann Probleme zu haben. Das ist so das Ding. Hier wäre auch super Platz nochmal, um ein Häuschen noch zusätzlich hinzuklatschen. Das wäre auch genial. Was? Nee, das war keine Frau. Ah, Steinmetz. Let's go. Welche Level haben die mittlerweile? Hier. Naja. Boah, guck mal, wie viele Beeren wir mittlerweile haben. Let's go. Nice. Dass wir actually kein Beerenproblem mehr haben. Das ist wirklich, wow. Das ist, wow. Ja. Ich glaube. Oh, nice. Nächstes Wohnhaus. Uiuiui, das ist auch übel in der Steigung drin. Heute wird's koch. Ich glaube, wir neigen uns für heute dann auch langsam dem Ende zu. Jedenfalls von unserer Foundation-Sitzung. Ich bin sehr stark dazu intendieren, nochmal eine Runde Valorant anzumachen. Aber ich glaube, für Foundation war es das dann langsam. Deswegen, ja, vielen Dank auch für alle Leute, die das jetzt hier auf YouTube sehen, weil, ne, super Sache, kann ich hier das streamen und dann noch auf YouTube hochladen, das ist richtig cool. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen und, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon richtig verliebt in unser Dörfchen hier in dieser Bucht. Genau, um mich da nochmal mitzunehmen, was halt jetzt ansteht, ist eben den Einfluss zusammen für den Klerus, die Sachen freizuschalten und dann hier auf dieser Klippe anzufangen, den Militär vorzubauen, dann beim Königreich einige Sachen freizuschalten und eben auch unsere Soldaten auf Missionen zu schicken, die uns auch Geld und verschiedene Waren und ja, Waren und halt andere Ressourcen eben bringen. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel, was wir wahrscheinlich dann im nächsten Stream, in den nächsten Folgen, je nachdem, wo ihr jetzt schaut, dann. Ich hab vergessen, wie ich meinen Satz angefangen habe. Genau, wo wir dann weitermachen werden mit. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wann es weitergeht. Ich weiß noch nicht, wann es weitergeht mit dem Stream. Ich weiß noch nicht, wann es weitergeht mit YouTube, wie da die jeweiligen Pläne aussehen. Es ist alles ein bisschen spontan. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach rein zu followen, Abo dazu lassen, die Glocke zu drücken, je nachdem, damit ihr auf jeden Fall dann benachrichtigt werdet und Bescheid bekommt, wenn es eben weitergeht. Ah ja. Ich danke euch vielmals hier fürs Zusehen. Und ja, wir machen dann das nächste Mal weiter, wenn es weitergeht.